Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu meiner Review zu Access 2. Den ersten Teil fand ich ja schon eher mäßig, sage ich mal, weil das war ja nur so eine Dauerklopperei und ich habe mich gefragt, wo das ganze Event hinführen wird. Jetzt mit dem zweiten Teil ist so ein bisschen mehr Klarheit reingeraten, was für eine Richtung sich das Event bewegen wird. Ich werde jetzt gnadenlos spoilern, das heißt, wenn ihr es noch lesen wollt, dann bricht das Video wieder ab und zieht es euch rein, wenn ihr das Comic gelesen habt und wissen wollt, was ich davon halte. Ansonsten fängt jetzt der Spoiler an. Und zwar fängt es genauso an, wie der andere Teil aufgehört hat, nämlich mit einer Massenschlacht und dass alle möglichen Superhelden und Schurken gemeinsam auf den Red Skull Anslash einkloppen. Was noch ganz lustig ist, dass Deadpool dabei ist und Tony Stark da versucht zu retten und ihn die ganze Zeit damit zulabert, dass er jetzt auch ein Avenger werden will. Tony Stark ihn dann halt klar macht, dass er niemals ein Avenger sein wird, aber Deadpool ihn trotzdessen den Arsch rettet und dann an Seite mit ihm kämpft. War ganz lustig, das war es aber auch schon. Und ich hatte dann direkt anfangs schon keine Lust mehr gehabt, so wirklich weiterzulesen, weil das dann einfach nur wieder so eine Dauerklopperei ist, wo möglichst viel Action ist und möglichst wenig Handlung, mit der auch Tony nicht so viel Arbeit haben beim Schreiben von Comics. Dann kommt aber so ein kleiner Story-Twist, und zwar, dass da irgendwie so eine Explosion oder sowas ähnliches ist, alle Helden ohnmächtig werden, alle Schurken verschwunden sind, wo sie dann wieder wach werden, und der Red Skull nicht mal als Anslash unterwegs ist, sondern nur noch als Red Skull und oben auch bewusstlos oder tot, beziehungsweise bewusstlos ist er sogar definitiv. Hier sieht man ihn. Die Avengers nehmen ihn dann mit in Gewahrsam, dann entsteht so ein kleiner Streit zwischen den X-Men, den Avengers und S.H.I.E.L.D., wer jetzt den Red Skull mitnimmt und bei sich in Gewahrsam nehmen wird. Dann denkt man sich, dann fängt eigentlich schon so an, das alle zu besprechen, so ja, krasser Kampf gewesen, so wie eigentlich ein Event normalerweise aufhört. Bloß dann passieren erste komische Sachen. Es fängt dann alles damit an, dass so eine kleine Familie irgendwie als Geiseln genommen werden. Doch einmal, hier sieht man anschwingend Carnage kommt und die Leute da befreit und die Gangster nicht umbringt, was er normalerweise eigentlich immer macht mit Leuten, gegen die er kämpft, also die umbringt, sondern dass er die einfach da fesselt, so wie Spider-Man, und dann noch eine Nachricht hinterlässt für Spider-Man, dass es der freundliche Carnage aus der Nachbarschaft war. Dann sowas ähnlich, was auch komisch ist, aber diesmal nicht mit dem Schurken, sondern mit Tony Stark, der fliegt nach San Francisco, war es glaube ich ein Stadion, erzählt was von einer neuen App, die er hat, die jetzt gleichzeitig alle in San Francisco auf ihr Handy haben, und dass wenn die diese App aktivieren, sich ihr Aussehen so verändert, wie sie es gerne hätten. Ganz komische Szene, und dann wird wieder was ausgepackt, was bei Tony Stark irgendwie so alle 3 Jahre mal ausgepackt wird, und zwar trinkt er Sekt, weil er ist ja Alkoholiker und wird damit wieder rückfällig. Man sieht auch, wie er da ganz kurz guckt, da guckt er nämlich ganz nachdenklich, bevor er den Sekt trinkt, und sagt dann irgendwie was von wegen, wie sehr er den Alkohol vermisst hat. Die X-Men bauen sich mal wieder so ein bisschen auf, weil sie jetzt genug davon haben, dass dann dort unterdrückt werden. Und das scheint auch wieder sich irgendwas anzubahnen, dass wieder so einen kleinen Kampf zwischen X-Men und den Avengers geben wird. Währenddessen, das ist dann noch so ein kleiner Cliffhanger, wie gesagt, ich Spoiler, ist auf einmal Red Skull aus dem Gefängnis bei den Avengers entwischt. Und der Hulk hat Angst oder macht sich Sorgen und verwandelt sich in den Kal. Oder Kalk war es. Nee, Clue. Nochmal komplett anders. Und zwar ist der Clue der Hulk vom Hulk, also wenn er Hulk sich Angst hat, verwandelt er sich in den Clue, das ist dann diese Gestalt. Habe ich zum ersten Mal gesehen jetzt hier, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal irgendwo passiert ist. Ich habe auch noch den zweiten Sonderband von Hulk liegen, den ich schon lesen muss, vielleicht hat er da diese Kraft irgendwie bekommen. Und das war es dann auch schon, das war dann der große Cliffhanger vom zweiten Heft. Dann kommen noch so ein paar Cover, die ich allesamt, wo ich schon ein paar echt schönere gefunden hätte, wie das, was dann im Endeffekt Panini genommen hat, das hier von Scotty Young fand ich ziemlich cool. Was dann noch erwähnenswert, das hier war dann noch ganz lustig gemacht. Und da war noch ein Motiv, was ich, genau das hier, fand ich auch ziemlich cool hier mit Cyclops und Magneto. Und da war glaube ich noch eins, was mir gefallen, genau das hier, das war das Beste dann. Mit Spider-Man und Carnage auf dem Cover, das hätte ich sehr cool gefunden, wenn die das genommen hätten als richtiges Cover oder zumindest als Variant angeboten hätten. Das war's dann wieder mit den Access. Es war sehr durchwachsen, es hatte seine, hat halt echt mies angefangen, dass es halt weiter diese Dauerklopperei war. Bloß was danach passiert ist, fand ich dann tatsächlich interessant, das was mit Carnage abgeht, warum der jetzt auf einmal auch anfängt, irgendwie Verbrecher zu jagen
um was Tony Stark davor hat, weil das ist ja dieses extremes Virus, was in dieser App drin ist, was er dann in San Francisco verteilt hat. Bin gespannt, wo sich das dann weiterentwickelt und das Event hat mich wieder. Der Band kriegt von mir trotzdem nur eine 3 von 5. Wäre direkt von Anfang an, so hätte der Weg so gestartet mit den Carnage und Iron Man und so weiter, wäre da definitiv eine 4 von 5 drin gewesen. Da das aber nur ein kleiner Teil dieses Heftes ausmacht, nur eine 3 von 5. Das war's für dieses Mal, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da, ein paar Kommentare und Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein!